Einen wunderschönen guten Mittag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also, ich habe wirklich schon lange kein Video mehr gemacht. Heute ist aber so ein zwangsfreier Tag für mich, weil der Kindergarten mal wieder zu hat und Tim ist arbeiten und deswegen bin ich jetzt heute mit Karl zu Hause. Und ich habe zwar gerade eine Online-Vorlesung mit Karl zusammengeschaut, aber ansonsten passiert heute nicht mehr viel. Also ich kann ja nicht arbeiten gehen oder sonst was machen. Genau. Aber wir sind heute auf jeden Fall schon ein bisschen produktiv gewesen. Ich habe nebenbei ein bisschen Wäsche aufgehängt. Die andere Maschine läuft jetzt schon wieder. Die Spülmaschine, ich sehe es nicht, müsste auch gleich fertig sein. Und dann habe ich die Essensplanung für die nächsten paar Tage schon fertig. Und wir werden dann noch einkaufen fahren. Jetzt mache ich gleich erstmal Mittag. Aber vorher habe ich Karl versprochen, ihm das Traktorbuch vorzulesen, was er zu Weihnachten bekommen hat. Und ja, das machen wir jetzt. Für diese Bücher von dieser Serie, davon haben wir jetzt 3 Stück, also die Feuerwehr, der Bagger und der Traktor, kann ich nur empfehlen. Ich finde die total schön gemacht, auch mit diesen Aufklappseiten und so. Und hier hinten sind ja auch ganz viele drauf und da hatte er sich von dem ersten, was er da hatte, halt die anderen beiden dann gewünscht und zu Weihnachten bekommen. Also die sind wirklich, wirklich toll. Ich habe mir die gewünscht. Genau. Und, das habe ich schon. Ja. Ich lese jetzt erstmal vor und dann geht's ans Mittag machen. Zum Mittag gibt's Ravioli und eine Antipasti-Bärlauchcreme. Das geht jetzt schnell, das ist hier gleich gekocht. So, es ist echt eiskalt. Die Hälfte von unserem Einkauf haben wir, oder mehr als die Hälfte. Wir waren jetzt bei Aldi. Ich habe den ganzen Einkauf hier vorne auf dem Beifahrersitz in dem Fußraum vom Beifahrer. Boah, meine Haare, ey, durch den Wind, alles zerstört. Ich gucke jetzt eben nochmal auf Einkaufszettel. Wir müssen jetzt noch zu DM. Wir brauchen echt nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wie ich mir Mami, das jetzt... kannst du sagen, dass mir was ausgesucht hat? Ich kann es auch zeigen. Der Karl, die hat sich so gut benommen, er durfte sich eine Zeitung aussuchen. Die hat er am Eingang gesehen, da sind wir dran vorbei und dann hat er die ganze Zeit davon erzählt. Und dann durfte er sich die aussuchen. Da ist ein Zugticket oder mehrere Zugtickets drin, so zum Spielen und eine Schaffnerpfeife und so eine komische Kelle. Und er spielt so gerne Zug und bis jetzt war es immer so, dass er an die Leute, die mitfahren, sozusagen Taschentücher als Tickets verkauft hat, sozusagen. Das war immer ziemlich lustig. Ja, wir fahren jetzt erstmal schnell zu DM. Ich gucke dann immer auf den Zettel und versuche es mir einfach zu merken. Ich glaube, es sind 4 Sachen oder so. So, wir sind wieder zu Hause. Ich kann euch vom Einkauf jetzt das zeigen, was ich mit hochgenommen habe. Ich habe praktisch nur so kühlpflichtige Sachen mit hochgenommen. Auch wenn eigentlich kühlpflichtige Sachen unten bleiben könnten, ist es noch sehr, sehr kalt. Ihr hört, die Pfeife von Karl funktioniert. Genau, ich war dann noch beim DM, ja, habe ich schon erzählt. Ich habe Rasierklingen gekauft in der Hoffnung, dass das die richtigen sind. Wenn nicht, dann, ich habe einen Zettel mitgenommen. Fotoklebeecken. Ich habe nur noch ganz wenige. Und noch ein neues Fotoalbum. Ich klebe für Karl Fotoalben, also wirklich mit Bilder ausdrucken und so. Und ich kriege ein Ticket. Ja. Aber ich brauche nur eins. Guck mal, das ist so ein Zettelblock. Ja. Und dann kannst du die abmachen. So. Ich habe mein Zugticket bekommen. Hier. Dann kannst du draufschreiben, wem das Ticket gehört, wo der hinfährt und wann der da hinfährt, okay? So, hier, du bist der Schaffner. Du kannst das eintragen. Hier unten kann man die abreißen. So, okay? Ja. Genau, ich klebe Fotoalben und die ersten beiden sind jetzt schon fast voll. Also ich habe vorhin noch Fotos ausgedruckt, aber ich warte erstmal, bis Tim heute da ist, weil wenn er noch Bilder auf dem Handy hat von irgendwann, wo ich keine gemacht habe, dann muss ich die ja noch dazwischen kleben. Genau, deswegen. Also hier noch ein neues Fotoalbum. Mein Ticket, hast du meinen Namen draufgeschrieben? Ja. Okay, hier steht jetzt Mami drauf. Super, danke. Wo fahre ich denn hin? Zu Lütz. Nach Lützen? Ja. Ich fahre nach Lützen, okay. Ich habe Erdbeeren gekauft. Bei Aldi gibt es so schön aussehende, mega frische Erdbeeren. Die kommen aus Spanien. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Einstein, bitte.
Ich habe das neulich irgendwem erzählt, dass ich Erdbeeren gekauft hatte. Daraufhin habe ich Ärger bekommen. Von wegen, oh mein Gott, wieso kaufst du im Januar Erdbeeren? Die sind bestimmt aus Ägypten. Aber nein, die kommen aus Spanien. Das ist wirklich nicht so weit weg. Und ich war auch schon im Dezember und Januar in Spanien. Und da wachsen die Sachen wirklich jetzt gerade, weil es da halt einfach angenehm ist. Von daher finde ich das wirklich nicht schlimm. Also da ist es, der Transportweg finde ich noch in Ordnung. Ich rechtfertige mich, warum ich Erdbeeren kaufe, weil sie lecker sind. Meine Haare sehen echt schlimm aus gerade. Das ist durch das Licht hier. Hier haben wir eine Creme fraiche. Ja. Ich muss gerade Einkauf ausräumen. Tomaten, also kleine Tomaten. Ein Brokkoli. Reibekäse. Joghurt. Ich frage mich, ja, es sind verschiedene Sorten. Feta-Käse, Gouda-Käse, Aioli. Die Aioli vom Aldi ist so lecker, die hatten wir diese Woche schon mal. Große Tomaten, Nürnberger, eine Zucchini, eine Avocado, noch ein Feta und ja, Kloßteig. Der Rest ist noch im Auto. Das sind vor allem Getränke. Brötchen, Brot. Ja, mir fällt jetzt gar nichts weiter ein. Ich habe noch irgendwas gekauft. Es ist auf jeden Fall einfach eine Tüte nochmal voll. Nichts Spannendes. Das war jetzt auch nur ein kleiner Einkauf, also kein normaler Wocheneinkauf, sondern eigentlich alles, was wir jetzt so für bis Montag brauchen. Also heute ist Donnerstag, genau. Dieses Licht. Ohne Witz, so brennt es da oben so aus. Alles, was wir bis Montag brauchen, noch ein paar Sachen, die ich so gefunden habe und das Fotozeug. Genau, Einkauf wird jetzt erstmal weggeräumt und dann ist, glaube ich, auch schon wieder eine Wäsche fertig. So, Stand der Dinge. Ich habe richtig harte Rückenschmerzen. Ich habe mir irgendwie beim Autofahren einen Nerv eingeklemmt. Keine Ahnung wie. Maria, kannst du mal sagen, dass das schon ausgepackt ist? Ja, wir haben hier schon, wir sind hier schon fleißig am Zugspiel. Oh, mein Rücken. Ich sitze hier mit so einem Wärmekissen. Nimm mal hier weg, damit ich sehe sonst nichts. Ich habe irgendwie nicht die optimale Sitzposition gefunden, obwohl ich als letztes mit dem Auto gefahren bin. Also das war, ich kann nichts sehen. Das war schon meine Sitzeinstellung von letzter Woche oder Anfang dieser Woche, keine Ahnung. Und dann aber habe ich die heute nochmal verstellt, als wir los sind, habe ich gesehen, ich sitze zu weit vorne. Also ich habe halt so gefühlt im Motorraum gesessen. Boah, ist es so windig. Ich hoffe, unsere Wäsche fliegt nicht weg. Dann bin ich wieder zurück und dann war ich gefühlt zu weit zurück. Keine Ahnung. Dann dachte ich mir, so ist jetzt scheißegal, ich will einfach nur kurz einkaufen, fest, einfach mit der blöden Einstellung. Das tut mein Rücken weh, also. Sieht man Karl und Tim da schlafen? Auf dem Sofa? Also Tim will wirklich schlafen. Karl liegt einfach nur da. Ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ja. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein paar Tage später. Ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Tagen ich das Video gestartet habe, aber es war auf jeden Fall letzte Woche. Heute ist Montag, die neue Woche hat begonnen. Ich habe. Alter. Es ist Montag, die neue Woche hat begonnen und ich habe jetzt schon wieder einen Sprachfehler. Ja, ich habe heute frei. Ich habe das echt gebraucht. Also ich habe bestimmt schon mal erzählt, dass ich mich so ein bisschen darum bemühe, dass ich einmal die Woche frei habe, mindestens, also an einem normalen Wochentag. Zum einen, weil ich öfter mal auch am Wochenende irgendwelche Projekte habe und zum anderen einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach ja entspannter und ruhiger lebe, wenn ich einfach mir noch ein bisschen mehr Zeit einfach für mich nehme, weil es mir dann auch einfach besser geht so. Und heute hat Tim mich ausschlafen lassen. Das ist wirklich, es ist mega krass. Es war so lieb von ihm. Ich habe bis um 11 geschlafen und war dann noch duschen und habe dann noch gefrühstückt und so. Also es war wirklich ein ganz, ganz entspannter Start in den Tag. Jetzt ist aber gleich Haushalt angesagt. Hört ihr die Waschmaschine im Hintergrund vielleicht?
wie es bei der Spülmaschine aussieht, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Überblick über irgendwas. Hier ist auf jeden Fall noch Wäsche stehen. Da muss ich gleich mal gucken, ob das schon trocken ist. Hier drüben ist noch trockene Wäsche. Habe ich euch schon erzählt, dass wir einen Fernseher haben. aber wir können keinen Fernseher gucken, weil wir keinen Anschluss haben. Also wir können keine normalen Fernsehprogramme anschauen. Die Spülmaschine ist, glaube ich, nicht sauber. Okay, jedenfalls mache ich jetzt ein bisschen Haushalt, dann muss ich Karl abholen und mal gucken, was wir heute noch machen. Ich nehme euch heute noch mal mit und ja, ich dachte mal, so ein bisschen motiviert in die neue Woche starten bedeutet auch, dass ich noch mal ein bisschen filme und so weiter. Ich bin sehr stolz auf mich. Hier ist Wäsche, die ist noch nicht weggeräumt, aber trocken und abgenommen. Hier hängen Wäschereste und hier draußen hängt eine Maschine, die ich gerade frisch aufgehängt habe. Und hier läuft noch eine Maschine und wenn die durchgelaufen ist, ist alle Wäsche weg. Es gibt nichts mehr zu waschen und heute ist Montag, ja. Der hier liegt hier nur drauf, weil ich den dann gleich anziehen werde. Was für ein Erfolg ist das bitte, wenn man Montag Mittag alle Wäsche weg hat. Also ich meine, ich muss dann nochmal in den Keller, in diesen Wäschekeller, vor dem ich mich immer drücke. Nicht, weil ich irgendwie Angst habe, weil der gruselig ist oder so. Also ich weiß nicht. Ich habe einfach immer keinen Bock, in diesen Wäschekeller zu gehen. Aber Tim ist nicht da, deswegen kann ich ihn jetzt nicht schicken, wenn die Wäsche fertig ist. Welcher Dreck. Aber dann ist alles durch. Und dann, keine Ahnung, weil ich das nächste Mal Wäsche wasche. Morgen habe ich eh keine Zeit dafür. Also von daher mega.